Hi und willkommen zurück zum Thema wichtige Abbildungsmatrizen. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Abbildung, die einen Punkt auf eine beliebige Ursprungsgerade projiziert. Das heißt, wir gucken uns heute zusammen an, wenn man so eine Abbildung gegeben hat, wie kann man die zugehörige Abbildungsmatrix ermitteln und das Ganze an einem Beispiel. Also, um nochmal die Grundlagen sozusagen zu klären, wir haben eine Ursprungsgerade G, das heißt eine Gerade, die insbesondere durch den Ursprung geht. So, wir suchen jetzt die Abbildung, die einen beliebigen Punkt hier im Koordinatensystem, ich habe jetzt mal den Punkt P genommen mit den allgemeinen Koordinaten x und y, in eine bestimmte, also mit einer bestimmten Projektionsrichtung auf die Gerade G projiziert. Das heißt also, wenn wir den Punkt P haben mit den Koordinaten x und y, dann brauchen wir eine Projektionsrichtung, also die wird durch einen Projektionsvektor ausgedrückt und entlang dieses Vektors projizieren wir dann eben den Punkt auf die Gerade. Genau, und der Bildpunkt, den nennen wir entsprechend P' mit den Koordinaten x' und y'. Wir gucken uns jetzt ein Beispiel dazu an und anhand dessen erkläre ich dir, wie du auf die zugehörige Abbildungsmatrix kommen kannst. Wir haben also einen Projektionsvektor gegeben, den Vektor V mit den Einträgen 3 und 1 und eine Projektionsgerade. Das ist die Gerade G mit der Gleichung y ist gleich minus 1 Viertel mal x. Da wir später zwei Geraden gleichsetzen werden, verwenden wir hier eine etwas variierte Variation von dieser Geradengleichung, muss man sagen. Also ich habe die jetzt einfach umgestellt, indem ich hier die Gleichung mit 4 multipliziert habe. Dann habe ich hier 4y ist gleich minus x. Dann habe ich noch plus x auf beiden Seiten der Gleichung gerechnet. Und dann entspricht diese Gleichung eben der Gleichung. Damit rechnen wir später weiter. Es macht eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Okay, das heißt also, unsere Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, wie die Abbildungsmatrix aussieht, die jeden beliebigen Punkt aus dem Koordinatensystem entlang von diesem Projektionsvektor auf diese Gerade hier projiziert. Dazu überlegen wir uns, wie kommt man denn von diesem Punkt überhaupt auf den Punkt P'. Dazu kann man sich eine Hilfsgerade aufstellen, das ist die Hilfsgerade H. Die Hilfsgerade ist also eigentlich diese Gerade hier, die ich Ihnen gestrichelt mal hier weiterzeichne. Das ist die Gerade, die den Punkt P enthält und die als Richtungsvektor den Projektionsvektor hat. Das heißt also, die genau hier entlang verläuft. Entsprechend kann man als Stützvektor von dieser Hilfsgeraden den Ortsvektor vom Punkt P nehmen. Das ist ganz allgemein der Vektor xy. Und als Richtungsvektor nehmen wir entsprechend den Projektionsvektor hier. So, wenn wir diese Hilfsgerade H haben und wir haben die Gerade G, dann kannst du selber sehen, der Punkt P' ist genau der Schnittpunkt von Gerade H und Gerade G. Das heißt, wenn wir den Schnittpunkt von Gerade H und Gerade G ausrechnen, dann rechnen wir genau unseren Bildpunkt P' aus. So, da wir jetzt bei dieser Geradengleichung Vektoren benutzt haben und hier nur Koordinaten haben, ist es am sinnvollsten, wenn man diese Geradengleichung eben auch sozusagen in Koordinatenform bringt, beziehungsweise wir überlegen uns, wenn wir einen Punkt auf diese Hilfsgeraden H haben, wie sehen dessen Koordinaten allgemein aus, eben in Abhängigkeit von t. Dazu liest man hier eintragsweise eben die Koordinaten aus. Der allgemeine Geradenpunkt von der Geraden H, den nennen wir den Punkt pt, also in Abhängigkeit von t eben, weil t der Parameter hier ist, der wird allgemein die x-Koordinate haben, x plus t mal 3, also x plus 3t, und die allgemeine y-Koordinate, y plus t mal 1 oder auch y plus t. Wenn ich jetzt
diesen allgemeinen geraden Punkt habe, dann kann ich dessen Koordinaten einfach in die Geradengleichung von g einsetzen. Das heißt also, anstatt von x setze ich hier meine x-Koordinate ein, also x plus 3t, und anstatt von y setze ich y plus t ein. Dann habe ich x plus 3t, das ist mein x hier, plus 4 mal y, also plus 4 mal, und jetzt Klammern nicht vergessen, y plus t, das Ganze soll 0 ergeben. So, da multipliziert man erstmal aus, also wir haben hier dann eben 4y und 4t. 3t plus die 4t geben dann 7t, ansonsten bleiben übrig 4y und 1x. Und wenn wir diese Gleichung jetzt eben auflösen nach t, dann erhalten wir die Lösung, t ist gleich minus 1/7 x minus 4/7 y. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Wert für t in die Geradengleichung von h einsetze, das Ganze hier ausrechne, dann berechne ich genau die Koordinaten des Schnittpunktes bzw. den Ortsvektor des Schnittpunktes hier, was eben genau der Ortsvektor von meinem gesuchten Bildpunkt P' ist. Das heißt also, ich weiß schon, wenn ich t in h einsetze, dann erhalte ich den Ortsvektor von P'. Der Ortsvektor von P' hat die allgemeinen Koordinaten x' und y', deshalb ist der Ortsvektor eben dieser Vektor hier. Der ist dann entsprechend der Vektor xy plus t mal der Vektor 3, 1. T ist bei uns die, also t haben wir ja berechnet, das setzen wir hier für t ein. Und jetzt muss man eben ein bisschen rumrechnen. Wir rechnen jetzt das hier mal das aus. Das ist einfach eine Skalarmultiplikation. Das heißt also, ich ziehe diesen Wert hier in den Vektor mit rein. Also ich rechne das mal 3. Das ergibt den Wert hier. Dazu rechne ich einfach minus 1/7 x mal 3. Minus 3/7 x und minus 4/7 y mal 3 sind eben minus 12/7 y. Entsprechend auch hier unten. Da multipliziere ich nur mit 1. Das heißt, das hier übernehme ich dann einfach hier unten. Jetzt kann man auch diese beiden Vektoren addieren. Du weißt, Vektoren addiert man einfach komponentenweise. Das heißt, ich rechne einmal aus x plus minus 3/7 x minus 12/7 y. Da kann man was zusammenfassen. Ein x ist das gleiche wie 7/7 x. Wenn ich davon 3/7 abziehe, habe ich entsprechend 4/7 x übrig. Der Teil mit y bleibt einfach gleich. Hier kann ich auch, wenn ich das hier addiere, die Teile mit y zusammenfassen. Ein y sind 7/7 y. Wenn ich davon 4/7 abziehe, habe ich entsprechend nur noch 3/7 übrig. Und minus 1/7 x bleibt einfach bestehen. Und was jetzt hier auffällig ist, ist, dass wir hier zweimal x und y jeweils in den Termen haben. Und dann kann man nämlich diesen Vektor hier umschreiben zu einem Produkt aus einer Matrix und dem Vektor xy. Dazu übernimmst du einfach die Komponenten vor x und y als Einträge von deiner Matrix. Und der Vektor ist dann eben der Vektor xy. Also darauf kommt man vielleicht nicht sofort und nicht auf den ersten Blick sieht man, dass man hier diesen Trick anwenden kann. Ich habe ihn dir jetzt gezeigt, das heißt, du kannst ihn zukünftig auch anwenden. Und was jetzt hier nämlich das Schöne ist, ist, dass wir es geschafft haben, den Ortsvektor von unserem Bildpunkt zu schreiben als Multiplikation von einer Matrix und dem Ortsvektor von unserem ursprünglichen Punkt, den wir abbilden wollten. Das heißt also, wir haben jetzt hier die Abbildungsvorschrift herausgefunden und damit entspricht diese Matrix eben der Abbildungsmatrix A. Genau. Also ganz allgemein kannst du immer nach diesem Schema eben vorgehen, wenn es um die Projektion auf eine beliebige Ursprungsgerade geht. So, hat mich gefreut, dass du jetzt bei diesem Video auch wieder mit dabei warst. Schalt gerne auch das nächste Mal ein. Bis dann. Nein, nein.